Und Hallöchen, willkommen zurück. Ach, hier ist ja ein Dialog. Kra, kra. Nein, willkommen, Freunde der erotischen Unterhaltung. Ketti Reschbeck wieder hier. Wie soll es anders sein? Die beste Unterhaltung, die man sich einfach vorstellen kann. Da hinten schwirrt eine. Die ist ja, soweit ich mich erinnern kann, nicht so freundlich und will jetzt nicht Huckepack machen. Ich dachte, die trägt mir vielleicht Huckepack, aber... Wollte die gut anscheinend so? Manche sind anfällig gegen Magie. Das versuchen wir doch gleich mal, ne? Ist er anfällig gegen Magie? Ja, ich würde mich jetzt gerne mal verteidigen, wenn es recht wäre, ne? Die macht nämlich eine grausige Klage. So, wir sind natürlich gepanzert jetzt, ne? Hauen ihr noch ein Sternenlicht drauf. Und hoffentlich klappt das jetzt auch. Verwundbar durch Licht. Na, das habe ich doch gehofft. Na, Glückwunsch. So, wir haben Fertigkeitspunkte, haben wir jetzt einen bekommen wieder. Da würde ich doch glatt mal jetzt hier unten drauf gehen. Auf einen mächtigen Lichtangriff mit einer Chance von 10% anvisierte Lichtkreatur sofort zu töten. Licht ist eine starke Waffe gegen das Dunkel. Dauert zwar sehr lang, aber würde ich doch mal probieren. Ich rede auch gerade etwas lauter. Ich freue mich einfach so. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen... Hier geht's runter? Folge meiner Stimme, Hall. Durch diesen gespenstischen Ort? Du hast wohl keine andere Wahl. Ach, da geht's weiter. Na, ich wollte mich noch ein bisschen umgucken, bevor ich hier weitergehe, ne? Habe ich mir zumindest so eingebildet. Ich wollte mich schon gerne noch mal ein bisschen umgucken hier. Ich werde nichts verpassen und so, ne? Hier zum Beispiel die Truhe, ne? Was gibt's denn hier? Ein Okuli. Ach, da fällt mir ja was ein. Da war ja noch was hier, ne? Okuli. Dann machen wir hier noch gelb, den blauen rein und noch einen blauen und noch einen blauen und machen das. Dann machen wir einen grünen, einen roten und noch einen roten und noch einen roten und machen den. Also ich bin nicht farbenblind. Ich kann das schon noch unterscheiden. Und dann haben wir noch ein Grün. Und dann tun wir hier, fügt dem Nahkampf Wasserschaden hinzu und stärkt den Angriff um 8%. Stark bei Feuer, schwach bei Blitzen. Fügt dem Nahkampf Feuerschaden hinzu, stärkt den Angriff, fügt dem Nahkampf Blitzschaden hinzu. Ja, auf jeden Fall, ne? Erhöht den Wasserwiderstand um 14. Erhöht den Feuerwiderstand. Machen wir jetzt hier mal Feuerwiderstand. Und dann haben wir hier noch gewährt eine 10%ige Chance, einen Angriff während der Vorbereitung eines Zaubers oder Angriffs auszuweichen. Klingt auch wunderbar. Macht man natürlich sofort. Speichern tut es auch gleich. Und wir nehmen schon wieder 3 Minuten auf. Ich glaube es echt nicht. Wahnsinn, wie die Zeit immer vergeht, wenn ich aufnehme. Und ich denke mal, ich vermute mal, dass ich... Ach ja, da bin ich in der ersten Aufnahme so erschrocken, wo der Typ auf einmal losgesprungen... Oh Gott. Ich erschrecke immer wieder, wenn ich den Typen sehe, obwohl ich es jetzt eigentlich genau weiß. Es ist echt schlimm. Ja, der haut mir erstmal das Krönchen vom Top. Finde ich natürlich jetzt nicht so nett, ne? Muss ich ja dazu sagen. Finde ich echt nicht nett von dem Typen. Deswegen hier erstmal Lichtstrahl und zwar auf den drauf. Weil ich mir einfach mal denke, der hat es nicht so mit Licht. Ne? Jawohl, der hat es bestimmt nicht so mit Licht gehabt. Und wenn der jetzt dran ist, würde ich mich gerne mal verteidigen. Ne, fände ich jetzt ganz toll. Und dann würde ich dem auch gleich einen Hieb drauf geben. Gut, der ist jetzt nicht so glücklich darüber, ne, aber... Meine Güte, was will man machen? So, da kriegt jetzt nochmal ein Sternenlicht drauf. Und dann schauen wir mal. Jawohl, kaputt. Hast du davon, weil du mich erschreckt hast? So. So. Der Busch leuchtet natürlich nicht, bis wir genau davor stehen. Ist natürlich, ist ja verständlich. Huch, da ist eine Kiste. Ein Glühwurm-Elixier. So, ich tue jetzt mal hier ein bisschen beleuchten. Dass wir hier ein bisschen was sehen. So. Wir müssen hier natürlich auch ein bisschen Strom sparen, sag ich mal, ne? Aber ein bisschen leuchten kann man natürlich schon. Ach, guck mal, da ist was. Hui, hallo,
freundlicher Geist, der nicht freundlich ist. Na, Glückwunsch. Wir haben natürlich hier kaum noch Wünsche. Ja, wunderbar. Machen wir hier mal. Wäre mir jetzt ganz lieb so. Ja, das gefällt mir schon ganz gut, muss ich sagen. Ich kann auch so singen. Okay, gut, ich lasse das Singen lieber sein. So, das Vieh ist jetzt auch gleich dran, dann tun wir uns ja wenigstens ein bisschen verteidigen, ne? Weil bis dieses Vieh dran ist, kann man nichts machen. Wir sind gepanzert. Gott sei Dank hat uns ein bisschen Schaden erspart, hoffe ich. Rede ich mir jetzt mal ein. So, das bringt es jetzt nicht so wirklich bei dem Vieh. Gut. Wir werden uns nochmal verteidigen wollte ich. Gut. Und dann trostlose Bö. Gut. Wir hauen jetzt hier mal einen Lichtstrahl drauf, weil ich mir immer denke, dass es mehr ausmacht. Und tatsächlich ist es verwundbar durch Licht. Das lobe ich nicht. Ich sehe es auch nicht. Nein, wir sehen es, wir haben es ja gesehen, wir glauben es natürlich auch. Huiuiuiui. Hier kommen wir nicht hoch, das ist natürlich schade. Dann gucken wir doch gleich nochmal dahin. Und ja, Aurora, diese Tür ist zu. Wir müssen sie öffnen und zwar nu. Was war da oben? Na, Glückwunsch, da steht schon so ein Typ. Ich sehe ihn doch. Tu nicht so, als würde ich dich nicht sehen. Ich tue es nämlich. Ich sehe ihn. Das ist Mobbing. Naja, gut. Wir schieben erstmal die Kiste, weil wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Aber das eine Bein ist ein bisschen roter bei uns. Hier, wenn man das so sieht, ne? Links und rechts. Und im Kreis und Kreis und Kreis und ich höre schon auf, okay. Hui. Gut, das ist ein Geist. Komm her. Ich spring die Viecher mal an. Ich weiß nicht warum. Dumme Angewohnheit von mir. Mache ich immer. Handeln. Achso, wir haben jetzt natürlich hier nichts, ne? Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Erinnere mich mal dran, jetzt einen Trank zu trinken, ne, wenn der Kampf vorbei ist. Also, wäre super, wenn du mich da mal dran erinnern könntest. Nein, mein Krönchen. Gut. Ich mach's jetzt mal anders. 50% Leben, 100% Leben. 75%, dann machen wir jetzt das mal. Trinken hier mal was weg schnell. Und hoffen, dass wir hier ganz gut rankommen. Jawohl. Verteidigen uns mal, dass der uns hier nichts kann. Und machen dann hier einen. Das reicht bei der Tusi eigentlich meistens. Ja, gut. Oder auch nicht. Machen das trotzdem jetzt mal so. Und klappt das jetzt? Klappt das jetzt? Klappt das jetzt? Na, wunderbar. Und wir haben Level 5. Na, was wollen wir denn mehr? Neue Lebenspunkte, neue Magma-Punkte. Mana-Mana-Punkte. Mana-Mana. Mana-Mana. Nee. Huch. Ach, von hier sind wir doch gekommen, ne? Hier, guck mal an. Von hier sind wir doch gekommen. Kannst du mal sehen. Dachte, da gibt's doch was, aber nee. Gibt es nicht mehr. Von da sind wir gekommen. Nur Eifer, Bübsch und ich doch, da geht's lang. Also, nee, du. Okay, gut, ich lasse es lieber. Wir haben jetzt aber einen Fähigkeitspunkt, den würde ich gerne noch verteilen. Wir können hier auf Magieresistenz dauerhaft um 5 erhöhen. Was gibt's denn danach? Erhöhe die Chance, einen Angriff auszuweichen, dauerhaft um 1. Erhöhe die Stärke, danach könnte man reduziert den Schaden durch Angriff um 60% und erhöht in der nächsten Runde das Tempo auf der Zeitleistung um 70%. Das checke ich natürlich. Wäre aber, also dann ist es ja so, ich mache jetzt 60%. Ich kriege 60% weniger Schaden rein und kriege aber dann die nächste Runde 70% schneller auf der Zeitleiste. Klingt natürlich geil, ne?
würde ich sagen, machen wir das doch hier mit der Stärke. Und verabschieden uns damit, ne? Menü, würde ich sagen. Dann gucken wir es uns noch an. Gehen dann morgen in die Tür rein. Ich freue mich ja so ein bisschen. Deswegen sage ich jetzt auch mal tschüss mit Ö. Die Kette verabschiedet sich.